Hallo, meine Lieben. Ja, meine Lieben, das ist mein erstes Video zu ein Kooperationsvideo für die Facebook-Gruppe Miteinander fantasievoll gestalten. Und zwar wird in dieser Gruppe einmal im Monat zu irgendeinem Thema ein Projekt gestaltet. Da kann man machen, was man möchte. Man kann häkeln, man kann stricken, man kann basteln. Man kann Leinwand gestalten. Das ist jedem selbst überlassen. Und da bin ich dieses Mal das erste Mal mit dabei. Und das Thema war Lieblingsblumen. Da ich aber keine Lieblingsblumen so habe, habe ich einfach versucht, mit Blumen was zu gestalten. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und zwar habe ich ein Goodie Bag, eine Buchbox gebastelt. Und die habe ich mit diesem schönen Papier vom Teddy bezogen, wie ihr seht. Habe mit den Stempeln vom Action habe ich gestempelt und habe das koloriert. Versucht in den passenden Farben, dass es mit dem Papier zusammenpasst. Und hier habe ich noch mit Blumen gearbeitet. Das sind Blumen von Ideen mit Herz, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und hier habe ich noch ein bisschen Glitzerbordüren drauf. So sieht es von innen aus. Auf dieser Seite habe ich auch noch mal Blumen verwendet, wie gesagt, von Action und koloriert. Sonst habe ich nicht recht viel mehr gemacht auf dieser Seite, weil es sonst nicht mehr zu schließen ist. Habe es mit Magnet verschlossen. Auf dieser Seite auch. Hier innen habe ich dann ein bisschen andere Farben verwendet. Und hier noch zwei kleine. Und innen habe ich dann noch mal so kleine Blümchen gesetzt. Ja, das war mein erstes Projekt für diese Gruppe. Ich weiß, es ist nicht so perfekt, aber ich hoffe, den Leuten aus der Gruppe und euch allen gefällt das. Ich würde mir sehr freuen über einen Daumen hoch oder um Kommentare. Ich werde alle anderen Videos unten in meiner Infobox von den anderen Mitgliedern dazu verlinken. Schaut bei denen auch mal vorbei, die machen auch sehr, sehr schöne Projekte. So, gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht, und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!